Ah, mir ist so langweilig und niemand hat Zeit. Ich hab Zeit, komm her. Hi, was geht? Wir spielen jetzt Schere, Schon Papier. Hi, was geht? Warte, ich pass auf, wir springen jetzt aus dem Fenster. Los geht's. Komm, los, komm. Was ist da raus, okay, spring da raus. Ist ja okay, ist ja alles okay, ist ja alles in Ordnung. Okay, pass auf, ich Alter, zeig dir was. Was ist zur Hölle? Pass auf, wir spielen heute was Besonderes. Guck mal, ich kann nicht angeln. Du hast eine Angel im Gesicht. Pass auf, hör zu. Was passiert dir gerade? Wir spielen heute Schere, Stein, Papier. Was geht? Komm her. Also, wir beide spielen Schere, Stein, Papier jetzt im Chat, damit die nicht mehr so langweilig ist. Verstehst du? Okay. Das heißt, wir spielen Schere, Stein, Papier. Ah, guck mal, ich hab den Brunnen. Ich hab gewonnen. Du musst jetzt mein Diener sein. Hör zu, pass auf. Hör mit. Komm mit. Alter. Pass auf, du gehst jetzt zu diesem Schaf hier. Du bist jetzt mein Diener, weil du verloren hast. Du hast die ganze Zeit verloren, deswegen. Aber wir spielen ein Spiel. Okay, pass auf. Aber ich alles klar. Du musst jetzt das Schaf küssen, okay? Aber bevor du das Schaf küsst, musst du natürlich ein bisschen Mundreiniger trinken, damit dein Mund auf jeden Fall ein bisschen gereinigt ist, weißt du? Das ist Gift, also, Mann! Nein, du musst es trinken, das ist Mundreiniger. Go, 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 los, komm, du musst machen. Und jetzt gib dem Schaf einen Kuss. Mua. Sieht man das? Lars, nicht zu viel da dranbleiben. Küsschen. Jetzt komm, geh von dem Schaf Küsschen. Weg. Nein. Du belästigst das Schaf. Komm, Alter, ich glaube, ich sterbe gleich. Nein. Ich habe eine Minute Gift. Bist du verrückt? Natürlich. Ja, das ist die Mundspülung. Pass auf. Und damit es noch ein bisschen besser wird, musst du einen kleinen Parcours abstehen. Pass auf. Du musst hier drüber gehen. Okay. Währenddessen du da drüber gehst. Alter. Warte mal, musst du noch mal hier. Warte, ich muss noch kurz was machen. Kann ich bitte eine Milch haben? Nein, du kriegst keine Milch. Pass auf. Du musst jetzt, währenddessen du diese Mundspülung hast, musst du jetzt da durchlaufen. Alter, ist das ein Müll. Nein, pass auf. Du musst da jetzt nochmal durchlaufen. Lauf da nochmal durch. Okay. Junge! Pass auf. Alter, wenn du bei den, du das, wenn du, willst du eine Milch haben? Willst du eine Milch haben? Dann hol sie dir. Pass auf. Die Milch ist, wenn du hier weiterläufst, musst du hier nochmal ein bisschen laufen. Alter, und hier auch nochmal. Und hier hinten liegt die Milch. Ah, sie ist so nah. Ah, du kriegst Alter, Milch. Ich hab. Junge. Okay, lauf mal da selbst durch, Alter. Ich weiß, wie langsam das ist. Oh, weißt du, wie Gott. Das funktioniert? Oh, okay, bitteschön, jetzt hast du Milch. Pass auf, jetzt spielen wir ein Spiel. Das Spiel heißt Roman ist der König. Pass auf, Roman ist der König funktioniert so. Du nimmst 64 Poppies und ich laufe jetzt hier so lang, ne? Und wir machen mir hier so einen roten Teppich. Pass auf, du musst mir jetzt einen roten Teppich auslegen. Leg mir jetzt bitte einen roten Teppich aus. Okay. Und sorg dafür, dass der natürlich ein bisschen breiter ist, weil ich laufe natürlich ein bisschen breiter, weißt du? Hey, du darfst hier keine Fehler machen, Lars. Komm, bau den roten Teppich für mich. Ich bin dabei. Okay, Ladies and Gentlemen, mein Name ist Arizul HD und hier kommt Arizul. Du musst mich jetzt mit Blumen beschmeißen, wenn du bist nicht da langlaufen. Okay. Mann, Anfänger! Okay, los. Okay. Ich bin bereit. 3, 2, 1. Okay, hier kommt Arizul, werte Damen und Herren. Du musst Applaus auch machen. Du musst auch applaudieren. Applaudier. Du musst währenddessen, du musst klatschen. Du musst klatschen und Blumen werfen gleichzeitig. Ich höre kein Klatschen. Und Blumen schmeißen. Und klatschen. Alter, weißt du, wie schwer das ist? Ich weiß, du musst die ganze Zeit Knopf drücken und die ganze Zeit klatschen. Ich hab mir einfach auf die Backe gehauen. Animier mich. Schieß dich selber ab. Was? Ja, du sollst dich selber abschießen. Warte, ich muss erstmal. Oh, Trickshot! Woo! Komm, du sollst dich jetzt selber abschießen. Was hab ich davon? Ich hab gar nichts davon. Warum ist denn Difficulty nicht an? Hat jemand etwa. Pass auf, du musst dich abschießen und währenddessen greifen dich Zombies an. Warum du sollst jetzt dich selber abschießen. Ich soll mich selbst abschießen und währenddessen. Die Challenge ist. Ja, währenddessen greifen dich die Zombies an. Okay, ist ja okay, ich schieße mich selbst ab, okay? Bist du zufrieden? Nein, du wurdest von einem Zombie getötet. Du hast dich nicht selber getötet. Alter, willst du mich gerade veräppeln? Nein. Wo bist du überhaupt? Ich bin hier. Da sind die Zombies. Pass auf, du kriegst Junge, hast du eine Armee? Pass auf, hier ist dein Bow. Und du hast nur einen Schuss, hörst du? Du musst dich von den Zombies... Pass auf, du kriegst nur einen Schuss. Ja, ist ja okay. Gib mir den Schuss. Hier ist der Schuss. Ich komm da nicht dran. Pass auf. Also, du musst dich jetzt von den Zombies so lange anschlagen lassen, bis du ganz wenig Leben hast. Und dann, wenn du ganz wenig Leben hast, ja, dann musst du dich einmal selber abschießen und dann musst du dich selber umbringen. Okay. Das funktioniert nicht! Du schießt halt nach vorne, natürlich funktioniert das. Das geht gar nicht, ich habe alleine auf... Komm jetzt, versuch. Du musst dich selber töten. Die müssen dich jetzt angreifen, bis du viel zu wenig Leben hast. Du musst es... Pass auf, die stoßen dich die ganze Zeit. Ich hab zu feste gezogen. Du kannst ja auch einfach irgendwo auf eine Mauer oder so drauf gehen. Ah, du hast den Zombie abgeschossen. Okay, neue Challenge. Du kriegst eine neue Challenge. Keine Angst. So. Alter, das sind so merkwürdige. Hilfe! Warte, keine Angst, ich mach's weg. Alles gut, komm her. So.
Also, deine nächste Challenge ist, du musst tatsächlich jetzt dieses... Hey, nimm mal die Dings da weg. Du darfst hier keine Teppiche platzieren. Bau die Teppiche bitte wieder ab. Nicht diese Teppiche hier. So, nimmst jetzt dieses Boot und parkst da ein. Einparken? Und währenddessen... Genau. Sollst du einparken. Rückwärts und währenddessen oder vorwärts? Kann ich... Währenddessen angel ich dich. Ah, ich weiß hab nicht ja voll so. Die langen Haare hinten noch. Das ist mein Dings, Fukuhila. Echt, hast du immer noch Haare, meinst du? Ja, guck. Ich hab so ein... Alter, what? Du musst einparken, bevor ich dich getötet habe. Ja, okay, ich bin dabei. Ich pack doch ein! Du bist gestorben beim Einparken, Lars. Ich hab versucht, rückwärts einzuparken. Park ein. Junge, ich park ein. Ja, ich hab eingeparkt. Hast du eingeparkt? Okay, pass auf. Hör zu, wir machen jetzt Hürdenlauf. Du musst jetzt über die Hürden springen, okay? Also, das heißt, ich platziere dir Hürden und du musst da drüber springen, okay? Alles klar. Komm, wir fangen an. Das ist deine erste Hürde. Spring drüber. Okay. So, okay, deine zweite Hürde. Wenn du die nicht schaffst, stirbst du sofort. Ich laufe nochmal von vorne, okay? Über die zweite Hürde auch springen. Und zack. Leider verloren. Nein, nicht töten. Zombies, nicht töten. Doch, es tut mir leid, aber es kommt die Zombie-Epidemie. Lars, du musst rennen. Das ist der Zombie-Hürdenlauf. Können wir vielleicht mal eine Challenge machen, die vielleicht ein bisschen fair ist? Okay, du willst eine Challenge, die ein bisschen fair ist. Alter, voll cool, guck mal, ich kann hier einfach so... Oha, also, das ist voll das coole Dorf. Die Challenge von heute bedeutet, triff das Wasser. So, trifft das Wasser, funktioniert so. Du musst hier einfach nur das Wasser treffen, mehr eigentlich nicht. Willkommen! Ich bin aber im Wasser gewesen! Lars, trifft das Wasser! Oh, Lars, du sollst das Wasser treffen! Ich krieg das hin, ich schaff das. Guck, ich hab das Wasser getroffen. Das Wasser! Guck, jetzt hast du auch das Wasser getroffen. So, jetzt pass auf. Kannst du bitte aus dem Game-Mode rausgehen? Nein, warum? Also, hör auf damit! Alter, ich bin... Was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes den guten alten, einen guten alten Trick. Den kennst du, glaube ich, sogar. Den können wir heute noch mal ein bisschen auspacken. Der ist eigentlich ganz cool. Und zwar, pass auf. Du kommst jetzt zu mir hierher. Und wir bauen hier so einen kleinen, so einen kleinen Kreis so. Ne? Okay. Und in diesen kleinen Kreis, da kommen überall so kleine TNTs. Doch, du musst da jetzt hin. Du musst jetzt hier hinstellen. Aber nicht zu nah. So. Okay, das ist, du bist jetzt sowas ähnliches wie eine tickende Zeitbombe. Immer wenn ich... ich krieg gar keinen Schaden. Echt nicht? Nee. Oh mein Gott, krass. Wusste ich gar nicht. Mach das nochmal. Ey, warte, wir können dich sogar hochschmeißen. Pass auf, ich zeig dir mal was. Dafür brauchen wir einen Fans. So, dieser Fans kommt dahin. Du musst dich auf den Fans draufstellen. Und ich muss unten diese gleiche Konstruktion wie vorhin auch gerade machen. Du musst aber auch auf dem Fans stehen bleiben, okay? So, du bist nicht im Game Mode oder sowas, ne? Nein. Und dann mache ich hier den hier und ich platziere. Warte. Bist du hochgeflogen? Wow, bin ich hochgeflogen. Wow. Hat nicht so gut funktioniert. Alter, okay, gut, dann müssen wir jetzt was anderes ausdenken. Das war absolut crazy. Ich habe den Mond geküsst, so weit oben war ich. Okay, pass auf. Dann müssen wir jetzt was Neues machen. Wir müssen aus dem Game-Mode rausgehen, damit ich dich hauen kann. Nein. Das ist keine Option. Warte, ich zeig dir, was wir machen müssen. Wir machen heute Bungee-Jumping, weißt du? Was? Du kommst sofort... Ja, klar, kein Problem. Du kommst jetzt einfach ganz nach oben hier auf dieses kleine Häuschen hier drauf. Das ist mein Haus. Und du musst tatsächlich in dieser Cobweb hier unten landen. So, diese Cobweb ist sozusagen dein Ziel. Das Problem ist aber, wenn du nicht richtig triffst, ja, dann warten hier eine Million Spinnen auf dich. Das heißt also, entweder du stirbst durch den Aufprall oder du stirbst durch die Spinnen, die dann hier unten sind und dich angreifen. Also, aber die Spinnen greifen doch nur nicht tagsüber an. Nee, doch. Ach, doch, das tun die schon, keine Angst. Also auf jeden Fall... Ich habe keine Angst. Ja, pass auf, es wird jetzt wollen so wir aussehen. Bungee-Jumping ist doch was anderes, oder nicht? Ich brauch doch ein Seil. Warte. Klar brauchst du ein Seil. Aber das Lustige ist... Nee, warte mal, wir machen das sogar noch ein bisschen anders. Wir machen auf jeden Fall Timeset 10.000. So, dann haben wir hier... Timeset 12.000. Oder warte mal, 20.000. Dann ist dunkel. Ja. Okay. So, und das Allerwitzigste ist, die Spinnen sind einfach unsichtbar. Das heißt, du musst auf dich aufpassen, Lars. Also los geht's. Komm, spring da runter, bevor sie dich töten. 3, 2, 1. Hey! Alter, man kann die sogar ein bisschen sehen. Sieht voll gruselig aus, gell? Oha, wie cool ist das denn? Das ist cool, ne? Das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Tippe mich mal bitte zu dir. Mhm, what? Warte.
Okay, du musst jetzt übrigens wieder ins Dings fallen, ins Spinnenweben. Alter! So. Alter, guck, die sehen ja diese kleinen ultra Spinnchen. Cool aus, Mann. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist cool, ne? Das ist nice, Mann. Das ist mega nice. Okay, dann machen wir jetzt nochmal was Neues. Sind wir bald fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Pass auf, jetzt kommt noch was ganz Cooles. Also, du musst jetzt tatsächlich, oder? Genau. Warte mal, den Potion Damage. Okay, alles klar. Ich gehe jetzt hier weg, Mann. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ah, doch, ich hab was. Ich hab das. Also, pass auf, du musst ein Parcours machen. So. Okay. Und zwar, du musst es schaffen, von einmal um diese... Warte mal, wir machen Difficulty sogar auf 0, damit dich die Zombies nicht mehr nerven. Okay, du musst es schaffen... Der Parcours geht so, okay? Du musst hier über diese Tankstelle hüpfen, über jede einzelne von diesen Dingern. Ist es und eine einfach Tanke? Okay. Einmal um den Papagei herum. So. Ja, aber wenn der wegfliegt? Dann hast du verloren. Warum? Was kann ich dafür, wenn der wegfliegt? Und dann einfach wieder hier zurück. Das ist das Einzige, was du machen musst. So. Okay. Und das ist dein Parcours. Und den Parcours musst du schaffen. Es geht los. In 3, 2, 1, los. Wow. Lars, du bist gestorben. Und der Papagei ist auch gestorben. Das heißt, du hast verloren. Oh, es tut mir leid, Lars. Also, so, wie fühlt es sich so an, eigentlich jetzt ein Diener für mich zu sein? Macht es Spaß? Ich gehe jetzt off. Nein, du gehst jetzt ein bisschen duschen hier drin mit dem Papagei. Duschen vor allem, okay, Leute. Das ist, glaube ich, jetzt hier die Rache gewesen für letztes Mal. Ich habe ja auch Roman so eine kleine Challenge hier gemacht, wo er mein Diener war und sowas. Hörst du jetzt mal auf, hier Papagei? Sei auch ein Vogel, mach mit. Ich bin vogelfrei. Nein, genau, falls ihr die Folge nicht gesehen habt, Freunde, schaut ihr euch auf jeden Fall nochmal an. Die war auch mega witzig. Und das war jetzt sozusagen die Revanche gegen mich oder für mich, dass Roman mich auch mal als Sklave haben durfte. Und Leute, ich werde das, glaube ich, nicht nochmal... Was machst du da? Ich bringe die Papageien um. ganz normal. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute hier. Schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei um 14 Uhr zu einem weiteren Video. Schaut bei Aerosu HD vorbei. Tschüss. Kennt ihr den? Der ist cool. Nein, den kennt keiner. Tschüss.